Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Batman Arkham City. Wir sind weitestgehend noch stark verwirrt. Zum Beispiel, was das so betrifft. Was haben wir denn noch so Schönes? Explosivgel haben wir. Ach. 6. Was ist 6? Rauchbombe. Das ist ja witzig. Und was ist dann 12? Ich werfe gerade 3 geworfen, ne? Pium, pium! Ja, das schaffe ich da eh nicht. Dieses, Wie soll das denn gehen? Ich frage mich, ob wir schwimmen können oder ob wir schwimmen wollen. Ich glaube nicht. Willkommen, Insassen! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegen. Einer Welt voller Spaß, Unheil und so einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Aber ich glaube... Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird es etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Hörte er Markus halt. Wette, der kühlt den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks. Was macht Batman hier? Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Aber seht es mal positiv. Wenigstens wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt hier immer. Moment mal. Es hieß doch, dass Joker jeden nimmt, oder? Tut er auch. Aber heute knallen wir sie ab. Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt und ihre Haut verbrannt. Ich glaube, ich habe so ungefähr eine Ahnung, wo Joker ist. Ja, aber manchmal nimmt Joker auch jeden in die Gang auf. So bleibt es spannend. Spannend? Klingt eher lebensgefährlich. Du hattest Glück und warst am richtigen Tag da. Ja, glaube ich auch. Ist hier schon wieder ein Telefon? Oh ja, man hört es klingeln. Okay. Vorsicht, die Fledermaus! Aua! Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen! Es ist ein bisschen anstrengend, hier zu kämpfen. Es gab auch eine Taste... Oh mein Gott, ey. Aua. Ja, es ist sau anstrengend. Gerade mal. Hä? Oder war das? Mit irgendeiner Taste konnte man auf jeden Fall so die Sachen außer Gefecht setzen. Aber wo ist denn hier? Wo kommen wir denn da rein? Hört zu, ihr Vollidioten! Und hört gut zu! Wie ihr wisst, ist Mr. Jane. Ich höre. Oh, Batman, du kriegst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind 3 kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile.
könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Ach, wirklich? Wenn du sie verletzt, Zaz, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Ist er jetzt da, oder? Ist nicht mehr ernst. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme übrigens mit dieser Karte nicht klar. Können wir uns irgendwie so einen Punkt setzen? Punkt setzen. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der sein Genesungsprozess stört. Geh so schnell wie möglich an das und töte Zaz. Ihr müsst das Stahlwerk bewahren. Beschützt es mit eurem Leben. Denn wenn ihr versagt, ich fühle mich gerade ein bisschen unter Stress. Ohnehin nicht mehr werden. Unter Stress. Habt ihr kapiert? Gut. Scheiße, ich komme hier nirgends mal raus. Kann das sein? Weil ich an diesem Sperrgebiet rumeier. Ach so, nein, weil ich. Okay, ich muss weiter nach. Nach das. Okay. Ich möchte ja nicht sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich die Person rette, aber dadurch, dass ich nicht hier hochkomme, weil es eben ein Kack-Sperrgebiet ist und ich jetzt das ganze Sperrgebiet einmal drumherum ablaufen darf. Es ist unwahrscheinlich, dass ich pünktlich hinkomme. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Das Gerüst neben mir, das sieht immer aus wie der Eiffelturm. Ich möchte nicht sagen, ich krieg das nicht pünktlich hin. Was ist das Telefon da? Runter, 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 runter! Geh ans Telefon. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Das ist doch das Falsche, oder? Nein. Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich hier was machen muss. Was macht er hier? Er ist keiner von uns, oder? Ich habe ihn gesehen, er kam aus dem Nichts, hat alle im Gerichtssaal erledigt. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kampfpanzerung, Schockwellenangriff. Was ist ein Schockwellenangriff? Dieser Ausrüstungsgegenstand speichert die kinetische Energie, die beim Herabstößen auf dem Boden entsteht. Du kannst ihn nach der Landung aktivieren und eine kinetische Schockwelle freisetzen, die alles ungepanzert und die Gegner in der unmittelbaren Nähe zu Boden schickt. Das ist sehr nützlich, wenn man in der Straße von Arkham City plötzlich hier von einem
Finde ich ganz gut eigentlich. Ich muss sagen, ich bin froh. Das Kätzchen erwischt. Die hat er gerettet und den Boss so erledigt. Das mit Zess war jetzt ein bisschen doof. Zumal ich auch nicht gecheckt habe, dass ich ja dieses Signal verfolgen soll. Und jetzt U-Bahn-Wartungszug. Und jetzt muss ich hier wieder zurück. Was jetzt? Batman und Catwoman sind frei, Two-Face ist total fertig und wir sitzen hier draußen in der Kälte fest. Ja, vielleicht haben wir ja die falsche Seite gewählt. Batman hat sich nur für Catwoman interessiert. Vielleicht sollte ich mich einfach umbringen. Ja. Ich liebe dieses Hochziehen, weil sorgt wirklich dafür, dass man hier schnell laufen kann. Fressen den Mist wie Schweine. Die Leute vom Clown haben keine Klasse. Nie im Leben würde der Boss die in die Eisberg-Lounge lassen. Also ich weiß nicht. Nie im Leben. Das ist jetzt ein bisschen Risiko, was ich hier mache. Aber ich habe einfach gehofft, dass ich mich irgendwo wieder hochziehen kann. Man muss vorsichtig sein. Ein paar von den Irren haben seit Jahren keine Frau gesehen. Tschüss. Das ist ja auch ein schlechter Scherz, das Ding da, oder? Okay, das war jetzt noch nicht so schwer, wie ich erwartet habe. Wie ich Junge Enterprise nimmt nicht die Erdbesten, nein! Bei einigen wäre ich schon froh, wenn es nur die Schlechtesten wären. Die meisten von ihnen haben definitiv keinen Ast des Intelligenzbaumes gestreift, als sie vom Himmel fielen. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal! Ach so, du musst einfach gegenschlagen. Aber wir sind jetzt wenigstens schon mal nah am Signal dran. Reicht, es kotzt mich an, hier rumzustehen. Ich breche jetzt die Kiste auf und sauf das Titan. Echt? Ja, was wird denn schon Großartiges passieren? Werd mal nicht übermütig. Batman verpasst dir einen Tritt und du verrottest in einer Gefangenenstadt. Die Fledermaus ist hier. Immer noch diese Kombination, womit man Leute, die am Boden sind, instant ausnimmt. Aber ich finde sie nicht. Ich dachte, das wäre die ganze Zeit Steuerung, aber es geht nicht. Aber naja, ich meine, bei drei Leuten funktioniert das auch so schnell. Wo ist denn jetzt hier dieses Titanium? Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören können. Ich liebe Explosivgel. Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Ja. Ach, mit einer Sprengung. Okay. Geht aber nicht, ne? Schade. Modizieren konnten die vom Ritter so umprogrammiert werden, dass die Maschine im Prozess steuert. Und einem Bomben aussehen, nur Loyalität und Gehorsam. Wenn ihr für mich arbeitet, werde ich immer hinter euch sein. Manchmal mag das bedeuten, dass ich dabei in einem bombensicheren Bunker sitze. Aber keine Sorge. Ihr werdet immer für mich da sein, um mich zu beschützen. Irgendwie, wir waren gerade so nah an dem Signal und jetzt doch nicht mehr. Aber wahrscheinlich wird es ja irgendwo da sein. Oder liegt ein Toter auch mit? Angeblich wurde Bruce Wayne nach Arkham City gebracht. Wenn ich nur 5 Minuten in diesem reichen. Was macht Batman hier? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam,
bam, bam. I'm going to dance with you, baby, tonight. Eine Tür. Ach so. Wo kommt er denn her? Weiß er selbst nicht. Ne? Aber die Tür ist auch nicht die richtige Tür. Oder? Ich gehe jetzt irgendwo rein. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem... mit diesem Open World Konzept. Das irritiert schon ein bisschen. Es wäre zu gefährlich, das Wasser zu überqueren. Ich sollte nach einer anderen Möglichkeit suchen, ins Stahlwerk zu kommen. Wir wollen nur wissen, was, warum, wieso. Aber wir haben noch die Bedclaw. Was war denn da? Okay, ich bilde mir schon Dinge ein. Ist okay. Ja. Dann gehen wir wieder hier raus, weil irgendwie bringt uns das jetzt nichts. Es ist schon ein bisschen schwierig, ein Signal hier zu folgen. Wir waren ja auch eigentlich hier oben unterwegs, ne? Ich meine, dass wir im Jokers Gebiet sind, daran habe ich ja absolut keinen Zweifel. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. So an sich. Also langsam wirkt es, als würde ich im Kreis laufen. Und da sind ganz viele bewaffnete Leute. Geil. Huch. Ich wollte eigentlich den Detektivmodus. Die Leute sind alle bewaffnet. Und lustig. Deswegen werde ich mich auf die sicherlich jetzt mal nicht stürzen. Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ey, wohin muss ich bitte? Ich hab's gerade auf 10 Meter reduzieren können. Es ist Vorschrift, dass ich alle neuen Rekruten gründlich abtasten lassen. Von innen und außen! Ich kann verstehen, dass einige von euch ein gewisses Unbehagen bei den Gedanken verspüren, dass ein riesiger russischer Söldner in ihren Körperöffnungen rumfummelt. Aber keine Sorge, die Verletzungen sind oftmals nicht lebensbedrohlich. Vielleicht gefällt es einigen sogar. Ganz klasse. Naja. Wir haben nicht so den Plan, wo wir hin müssen, und wir müssen uns jetzt tatsächlich diesen bewaffneten Leuten entgegenstellen. Deswegen mache ich jetzt hier, ist die Folge aber dennoch erstmal zu Ende, und dann probieren wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.